Lange Zeit fuhr ich zum Urlaub wieder in die Berge. Vor einer Hütte, da saß ein alter Mann. Auf der Weide grasen Rinder, Ziegen und Pferde. Fragte höflich, ob ich mich zum Ausruhen sitzen kann. Ich genoss die Ruhe und die wunderschöne Aussicht. Die Sonnenstrahlen wärmten mein Gesicht. Es war so friedlich hier und wunderschön. Nur Berge, Tiere und der alte Mann. Doch ich musste irgendwann wieder gehen. Ich wusste, dass ich nicht für immer bleiben kann. Eine Zeit lang saß ich da, ohne einen Ton zu sprechen. Dann war es Zeit, vorbei war meine Rast. Ich sagte Danke und wollte geradezu aufbrechen. Der alte Mann sagte, bleib und sei mein Gast. Es war so friedlich hier und wunderschön. Nur Berge, Tiere und der alte Mann. Doch ich musste irgendwann wieder gehen. Ich wusste, dass ich nicht für immer bleiben kann. Dann erzählte er von Hass, von Lügen und von Streit. Er erzählte von Intrigen, Machenschaften und Neid. Es wurde spät und es war Zeit für mich zu gehen. Den alten Mann, den konnte ich sehr gut verstehen. War so einzigartig, friedlich und schön. Es war so friedlich hier und wunderschön. Es war so friedlich hier und wunderschön. Es war so friedlich hier und wunderschön.